wir was brauchen werden in Kleinen und Lernen. Das ist eine Frage, ja, und zwar nicht der landesfachwirtschaftlichen Fachschulen und höheren Schulen, sondern der Volksschulen, der neuen Mittelschulen und so weiter. Also vom Bauch heraus würde man mal sagen, eine gute Ausbildung wäre ganz günstig. Wenn sie die nicht haben, dann vielleicht eine Fort- und Weiterbildung. So gut, so weit. Diese Fort- und Weiterbildung erhalten alle Lehrerinnen und Lehrer an den pädagogischen Hochschulen in Österreich. Wir sind eine davon, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, aber etwas anders. Das heißt, wir sind österreichweit tätig und wir sind die einzige mit einem Fachschwerpunkt, Agrar, inklusive Ernährung auch, und Umwelt. Und wir sind auch die einzige pädagogische Hochschule, die nicht nur Lehrerinnen und Lehrer ausbildet, sondern auch Beraterinnen und Berater. Und wir haben noch ein Unikum, wir bilden nur für berufsbildende mittlere und höhere Schulen aus. So. Und wie kommen wir jetzt zu diesen Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen, zu den Volksschullehrerinnen und Lehrern und zu den AHS, neuen Mittelschulen und anderen Schulen? Das ist eine Herausforderung. Und der müssen wir uns gemeinsam stellen. Zu unserer Haltung. Wir sehen uns als Institution, die Menschen bildet. Und zwar wirklich die Menschen, die Fachinhalte in Pädagogik und Beratung in den Agrar- und Umweltbereich verknüpfen. Der gesamtheitliche Ansatz. Und wir bilden Menschen, die ihren Beruf mit starkem Engagement, sind viele davon da, und mit Verantwortung für die kommenden Generationen erfüllen. Das heißt, etwas länger. Zusammengefasst nachhaltige Bildung, also nicht nur Wissensvermittlung, Faktenwissen, Daten, Zahlen, sondern es geht darum, Fähigkeiten zu vermitteln und Wertehaltungen zu vermitteln. Und das ist eine Herausforderung. Das befähigt dann dazu, dass man gestalten kann, dass man die Fähigkeit hat, auch zu gestalten in einem Bereich, dass man die Fähigkeit hat, auch zu reflektieren, was man tut oder was man getan hat und auch in seinem Bereich Verantwortung übernehmen kann. Dazu gibt es auch ein pädagogisches Konzept im Hintergrund, da gehe ich aber nicht näher ein, ich habe da die Minimalversion mitgenommen, das kann man da hinten entnehmen. Wie gehen wir da auch mit um? Mit dieser Pädagogik, die geprägt ist von Natur-Mensch-Beziehung. Da gibt es ein paar gute Ansätze, mehr ist auch auf der Homepage, wenn Sie interessiert. Zurück jetzt zu den Pädagoginnen und Pädagogen im Elementar, das ist Kindergartenalter, im Volksschulalter, Primarstufe, aber auch in der Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2, also neue Mittelschule, AHS Unterschritte, Sekundarstufe 1 und das andere Sekundarstufe 2. Wir dürfen sie nicht ausbilden, haben wir dort gehört, aber wir können Kooperationen schließen. Also wir haben auch Konstrukte, weil wir so gut in diesen Verbunden drinnen sind, wo wir zu diesen Lehrerinnen und Lehrern gelangen, über ihre pädagogischen Hochschulen, die regional verankert sind, so wie Baden-Württemberg auch, wo es halt überall eine pädagogische Hochschule gibt, manchmal auch andere Träger wie Kirche und so weiter. Und wir haben da schon eine lange Erfahrung mit Halbtagsseminaren, zum Beispiel auch im Bereich Ernährung, alternative Einsatzmöglichkeiten regionaler Lebensmittel, vieles, vieles mehr. Und das finden die Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Fortbildungsangebot an ihrer pädagogischen Hochschule, mit der wir dann zusammenarbeiten. Weil jede Lehrerin, jede Lehrerin und jeder Lehrer haben Fortbildungstage und die werden in Anspruch genommen. Das ist einmal eine Möglichkeit, zu dieser Zielgruppe zu gelangen. Mehr Informationen, das kommt uns sicher nachgereicht, kann man auch unter Landwirtschaft und Schule finden. Und dann haben wir ein Projekt laufen als Beispiel auch, das ist das, was die Bundeswahl auch schon kurz angesprochen hat, wie können wir Lebensmittelwissen an diese Zielgruppen, an diese Pädagoginnen und Pädagogen bringen. Also nicht nur Ernährungswissen, sondern es geht so ein bisschen um dieses Gesamtheitliche. Und wir haben jetzt eine Bewilligung bekommen, das sind alles EU-geförderte Projekte, die wir im Rahmen unserer eigenen Rechtspersönlichkeit abwickeln können. Und da haben wir sehr viele Projektpartner, die Bäuerinnenorganisation österreichweit, Forum Ernährung, Fibel, alle landwirtschaftlichen Fortbildungsinstitute,
in Österreich und das wird ja schon sehr viel gemacht. Es ist unheimlich viel Material da. Worum geht es, dieses Material einmal wieder zu sammeln, zu sichten, auch bei Wertkriterien zu prüfen, aber auch Angebote, die gut funktionieren, weiterzugeben. Eines davon wäre zum Beispiel ein Tiroler Modell, Schmatzel, das ist ein Tiroler Wanderer, das ist da schon relativ etabliert für Kindergarten und Volksschule die ersten 20 Jahre. Dieses Projekt mit sehr guten Materialien, die sind wirklich auf jede Altersstufe heruntergebrochen, wird mit Seminarfahrerinnen auch sehr gut transportiert. Dieses Modell auch in andere Bundesländer zu bringen, ist über dieses Projekt dazu möglich. Es gibt auch schon Vorgespräche in Frankreich, das ist wirklich konkret. Ein Beispiel. Aber es geht auch darum, Neues zu entwickeln. Und da versuchen wir jetzt, stehen wir am Anfang, einen Lehrgang zu entwickeln auf Hochschulniveau und somit ETCS bewertet für Pädagoginnen und Pädagogen in den Sekundarstufen 1. Das heißt, in der Mittelschule, da gibt es eine Fachernährung, da ein Angebot zu stellen und sind dann auch mit den anderen pädagogischen Hochschulen sehr gut in Kommunikation, aber auch in Kooperation. Aber da bewegt sich auch einiges. Vielleicht ein Beispiel noch. Wir brauchen auch Lernraum Natur. Für uns, die aus dem Agrarbereich und Umweltbereich kommen, selbstverständlich, ich kann Ihnen garantieren, im urbanen Raum ist es überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder draußen sind. Wir bewegen uns sehr weit weg, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir alles auf uns machen, uns anschauen, mit Daten, mit Fakten und Zahlen, aber dieses Haptische verlieren. Und da haben wir mit der BH Burgenland eine Kooperation, wo wir den Hochschullehrgang mit unseren Fachwissen einbringen, die Naturbereiche sind dabei, auch die Ernährungsinhalte sind drinnen, wo in der Primarstufe, das heißt in der Volksschullehrerausbildung, ein Baustein drinnen ist mit 60 Credits Lernen und Natur. Und das ist mit diesem Baustein davon, ein Teil davon können auch Beraterinnen und Berater aus dem Agrarbereich auch in Anspruch nehmen. Das heißt, wir haben auch eine sehr unterschiedliche Zielgruppe drinnen. Und wir hoffen uns davon auch ein gegenseitiges Lernen auf der Ebene. Ja, da sind wir natürlich offen für alle Kooperationspartner und wir hoffen, dass wir noch einiges bewegen können. Aber eines steht natürlich fest, Zahlen und Fakten alleine weiterzugeben, das wird zu wenig sein. Da geht es um mehr, da geht es um Alterung und da sind wir alle miteinander sehr, sehr stark gefordert.